Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Politik-Simulator-Video. Und heute will ich einfach mal versuchen, mit den Deutschen alle Nachbarn anzugreifen. Und versuchen würde hier, glaube ich, das richtige Wort sein, denn wir haben weiter nicht das Russian Spy Addon. Ich finde, das sollte eigentlich mittlerweile wirklich kommen und wirklich ein bisschen traurig einfach nur. Da ist aber das Problem, dass wenn wir sterben, ich nicht mein Land sein kann. Und dadurch müssen wir auf jeden Fall gleich mal schauen, denn ich werde versuchen, einfach mal mehrere Länder zu spielen. Und vielleicht können wir damit mehr Leuten überleben. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Wir nehmen, wo haben wir denn Olaf Scholz? Oh nein, jetzt habe ich, glaube ich, die Opposition hier. Nein, ich will doch die Regierung haben. Und ich habe das Ganze auch nicht im Vollbild. Beim Vollbild hat man die übelsten Lags, die schon unter meinem anderen Video geschrieben. Und die kann man anscheinend auch nicht ausstellen. Wir nehmen die Deutschen und wir nehmen vielleicht einfach mal Laos. Die haben nämlich eine Diktatur. Das sollten wir hoffentlich länger überleben können. Und vielleicht, keine Ahnung, San Marino oder so. Die haben wir natürlich nicht. Aber vielleicht mit eher nicht Ruanda. Oh, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, Barbados suche ich gerade. Die hier, die haben nämlich kaum Leute da in ihrem Land. Und ich stelle das Ganze auch einfach mal auf einfach. Da ist so sollten wir hoffentlich länger überleben dürfen. Und ich hoffe, ich darf gleich die Leute einfach angreifen. Das habe ich nämlich noch nicht im Spiel versucht. Und ironisch, dass Elon Musk das hier gerade sagt. Er baut es ja nicht auf Produkten, sondern auf Verbissensdistanz. By the way, habe ich immer noch die ältere Version vom Politik Simulator. Denn bei mir crasht der Downloader immer für die neuere Version. Vielleicht deckt mein Internet zu sehr. Oder andere Sachen, ich weiß es nicht. Bei dem Spiel gehen wir irgendwie mittlerweile alle auf. Ich habe wieder vergessen, dass das ja so unglaublich lange Ladezeiten sind. Dauert das bei euch auch irgendwie so 2 Minuten oder länger? Dauert das für euch auch immer so 2 Minuten oder länger? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich habe auch mit Barbados und Lars genügend Leute, damit wir gleich nicht auf einmal sterben direkt. Gerade haben wir noch eine Beliebtheit von 50 und da oben haben wir auch die verschiedenen Flaggen, beziehungsweise könnt ihr gar nicht sehen wegen der Auflösung. Wartet mal. Ihr habt das jetzt ein bisschen besser. Ignoriert einfach den halben weißen Balken da oben. Und wie viele Nachbarn haben wir eigentlich nochmal? Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was hier gleich passieren wird mit denen. Warum? Hä? Ich mache Rechtsklick und auf einmal bewegt sich die ganze Karte. Kann sein, dass das schon mittlerweile gefixt ist. Ich hoffe es einfach mal. Und ich werde die einfach mal angreifen. Ich hoffe, ich werde nicht mit irgendwem gleich nochmal genervt. Und ich glaube, ich werde auch gleich einfach mal zurücktreten, wenn ich das schon kann. Damit wir hier möglichst wenig Einfluss darauf haben. Österreich ergreifen wir an, die Schweizer nochmal. Frankreich. Und nochmal die Benelux-Staaten hier. Natürlich überhaupt nicht nervig, dass sich die ganze Karte immer verzieht. Und ich hoffe, damit habe ich gerade alle getroffen. Und niemanden hier vergessen. Wir sehen direkt auf jeden Fall schon mal einige Flugzeuge auf dem Weg zum Angriff. Hier haben wir natürlich die Karte mit den Ideologien. Warum auch immer Myanmar immer noch totalitär links ist. Wir haben doch einfach nur eine Militärregierung. Die Wirtschaft hier nochmal und wo haben wir es? Haben wir auch das Menü, wo wir die Gefahr von Kriegen haben? Nicht, wir haben diese andere Karte, die natürlich super stabil läuft, by the way. Es sind aber auch echt viele Städte überall. Natürlich auch viel mehr Standorte bei der Industrie mittlerweile. Wegen den Unternehmen, denke ich mal, die ich noch nicht getestet habe. Aber wo haben wir denn diese eine Karte? Bin ich völlig dumm? Hatten wir nicht irgendwie immer eine Gefahr Karte in den vorherigen Teilen? Hier ist das auf jeden Fall nicht. Hier haben wir, glaube ich, auch nicht. Oder wenn, dann kann ich das hier nicht erkennen. Nee, definitiv nicht. Also diese Menüs verwirren mich auch noch weiterhin. Ohne das Morning Tour habe ich mich auch noch nicht getraut zu spielen, außerhalb davon von den Aufnahmen. Und ich muss jetzt nochmal rausfinden, wie ich zurücktreten darf hier. Kann man das hier oben in der Ecke machen? Nein, scheinbar nicht. Ging im vorigen Teil bei der auch noch. Ich hoffe, die haben die Menüs nicht einfach irgendwo dumm versteckt. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal die Information, dass Scholz auf jeden Fall alle Kollegen angreift. Dänemark hier erstmal und die anderen dementsprechend auch. Wenn ich mal rausklicken darf hier auch noch. Und direkt greifen auch noch einige andere an. Denn ganz Europa will die Deutschen angreifen. Sogar Albanien greift, glaube ich, mit an, habe ich gerade gelesen. Die Vereinigten Staaten natürlich auch noch. Die haben ja auch noch einige Truppen mit. Und wir haben noch keine Leute hier verloren. Wurden die Deutschen aus irgendwelchen Sachen rausgeworfen gerade schon? Ich vermute mal. Ich verstehe nicht, warum das Spiel immer so laggy läuft in allen Menüs. Die Niederländer mögen uns auf jeden Fall nicht. Die Moral bei den Truppen ist sehr weit unten. Passt ja zur Bundeswehr. Oder vielleicht, weil wir alle Demokratien angreifen. Und wir wurden aus der NATO geworfen, wie ich überraschend. Nee, das ist hier die Schweiz gerade noch. Aber hier von Nick Stoltenberg, der hat uns rausgeworfen. Die Frage ist ja, wer greift uns gerade noch nicht an? Hier nochmal die Militärkarte, vielleicht könnt ihr da irgendwie Sachen sehen. Ja, hier haben wir die diplomatische Karte und da mögen uns irgendwie, machen uns überhaupt noch wer? Ukraine mag uns und Finnland. Aber einen scheinbar auch noch, okay. Aber ansonsten hasst uns ja irgendwie jeder. Warum mag uns Bolivien? Also das wäre mir auch neu, die deutschen Freunde mit Bolivien. Der große, wichtige Partner international. Vielleicht war ja auch eine linke Regierung haben. Das sind da aber ja Sozialisten. Oder anscheinend nicht laut im Spiel. Weil hier im Spiel die Sozialdemokraten Sozialisten heißen und die Kommunisten Sozialisten. Moment mal andersrum. Die Sozialisten heißen hier Kommunisten. Weil Lula ist einfach ein Kommunist und die linke Maß SPS ist Moderator irgendwie. Ich hinterfrage das einfach nicht mehr. By the way, anscheinend wenn man auch auf die Länder klickt, dann verschwinden die Farben auf einmal. Ich hoffe, das war mittlerweile gefixt. Das weiß ich nämlich nicht. Daher sage ich dazu einfach eher weniger erstmal. Wir gehen aber weiter in die Zukunft
und schauen, was die Deutschen machen werden. Können wir irgendwelche Flugzeuge bisher sehen? Ich vermute mal, hier die Truppen greifen schon mal an. Aber ich muss doch dem Armeechef noch irgendwie Macht über die Armee geben. Nein, wo stelle ich das nochmal ein? Armee über hier? Finde ich hier gar nicht. Und hier auf der Seite? Darf ich meinem Armeechef die Macht über die Truppen geben? Scheinbar nicht. Wollen die mich rauswerfen bisher? Scheinbar auch nicht. 130 Nachrichten haben wir. Haben wir noch einige neuere Informationen. NATO wurden wir rausgeworfen. Und ich glaube, ich werde hier gerade rausgeworfen als Premierminister oder als Kanzler, denn wir haben eine Beliebtheit von 0%. Die Außenministerin Annalena Baerbock wird auf jeden Fall zurücktreten. Und sogar die Schweizer sind nicht mehr neutral. Vielleicht, weil unsere Truppen auf deren Territorium waren. Und wir sind nicht mehr in der G7, die sind jetzt die G6. Auf jeden Fall schön, dass das auch updaten darf. Sogar Finnland greift mit an und hier greifen gefühlt halt alle Kollegen an. Hier werde ich gleich sagen, dass ich zurücktreten werde und wie viele Leute greifen an. Also meine Freunde, Albanien, Australien, also meine Übersetzung ist gerade schlimm. Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten. Ich habe keine Luft mehr. Wie viel war das jetzt? 20? Keine Ahnung. Aber ich werde auf jeden Fall zurücktreten bei diesem Blödsinn. Und ihr seht schon diese ganzen Truppen, die überall rumfliegen. Und ich frage mich, ob die, das hatten wir ja schon mal, wo wir zumindest Luxemburg einnehmen durften. Schaffen die Deutschen das jetzt wieder? Ich bleibe gerade noch im Amt. Das muss, glaube ich, erstmal auf den nächsten Tag rüber ticken. Budgetdefizit bleibt auf jeden Fall bei 2,5%. Wir haben das, die Schlacht von Abenra. Keine Ahnung, wo das ist. Können wir hier, Olaf Stolz ist auf jeden Fall zurückgetreten und jetzt haben wir auch keine Kontrolle über die Deutschen mehr. Wir haben nur noch unsere Kollegen in Laos und in Barbados. Leider haben wir nämlich nicht mehr die Nachfolger oder vielleicht auch nicht leider. Auf jeden Fall ist das hier, glaube ich, eine Schlacht in Dänemark, wo die Deutschen auf jeden Fall keinen Vorteil haben. Wie viele Verluste hatten wir mittlerweile? Mit Österreich hatten wir bisher wie viele? Da haben die Deutschen über 1000 verloren, aber die Österreicher noch mehr. Aber 20 Leute hatten auch keine Lust mehr. Ich frage mich nicht, warum die halbe Armee nicht einfach ausgeht. Weil so sterben die auch einfach nur. Gegen Belgien haben die Deutschen, ich glaube, bisher einen Vorteil. Ja, deutlich mehr Leute getötet auf der anderen Seite. Und mit Bulgarien gab es da bisher, nein, noch keine Verluste. Aber mit Frankreich, Israel greift auch noch mit an. Wahrscheinlich haben wir gleich Israel und Hamas beide gegen Deutschland. Belgien, die LKD hatten wir ja schon mal vorher. Und sogar China greift einfach mit an. Was ist denn da passiert? Tschechien, da haben die Deutschen, ich vermute, auch mal einen Vorteil. Nee, die haben einen Nachteil hier sogar. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wer auf welcher Seite hier ist. Ich glaube, die Deutschen haben mehr. Nee, die Deutschen haben 2000 verloren. Aber wo haben wir hier Frankreich? Hier haben wir Frankreich. Aber da ist der Main-Konflikt auch gegen Belgien. Und die Franzosen haben hier mehr Leute verloren. Haben aber, ich denke mal, die größere Armee. Die hätten ja auch noch Atombomben. Welche Territorien werden hier gerade bisher eingenommen? Ich wollte auf jeden Fall sagen, alles in Deutschland hier ist ja gerade unter irgendwelcher Beschuss von irgendwelchen Leuten. Aber es sind auch Leute mitten in Frankreich und in der Schweiz. Da auf einmal auch im Süden. Können sie Luxemburg City angreifen? Sind das deren Hauptstadt? Nein, das ist eine Demonstration, glaube ich. Das ist eine Demonstration, oder? Nee, null Demonstrierende. Ich bin so verwirrt. Und welche Stadt heißt einfach Konsto? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Also ich weiß nicht, was in meinen Einstellungen falsch ist, aber ich glaube, das sollte niemals so langsam laufen. Weil für Normalspielen ist das irgendwie unspielbar. Tschechien wird auch angegriffen von ein paar Truppen. Hat Deutschland bisher schon irgendwelche Städte verloren? 13 Tage in den Konflikt hinein. Wir haben doch hier bestimmt Grafikoptionen. Nee, scheinbar nicht. Bin besorgt. Und nein, wir haben Demonstrationen Laos. Die Tierschutzpartei. Wie dürfen die hier überhaupt noch demonstrieren? Wenn euch das hier bis hierhin gefallen hat, solltet ihr beide auf jeden Fall abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos, wo ich mehr im Politik-Simulator machen will. Und noch mehr interessante Experimente machen will. Natürlich auch gerne ein Like lassen, damit helft dem Video sehr. Und in der Beschreibung findet ihr die neue Community-Wahl. Lasst ihr für den Oktober und da auf jeden Fall gerne teilnehmen. Ist auch eine Community-Umfrage mit. Und da könnt ihr für eure Parteien wählen. Auch aus Österreich und der Schweiz und auch aus Deutschland natürlich logischerweise. Wir machen hier aber währenddessen weiter. Beziehungsweise warte ich, glaube ich, erstmal einfach. Wobei, die Deutschen und Russland, wie stehen da die Verluste? Da haben wir bisher noch gar keine Verluste. Okay. Wie ist die Ukraine jetzt eigentlich auf der Seite von Deutschland oder greifen die auch die Deutschen an? Darf ich auch mal bitte auf die Ukraine gehen? Hallo? Nein? Hallo? Okay, ich bin auf Ukraine. Und wie... Oh, wo haben wir denn deren Kämpfe? Deren Schlachten? Ich vergesse lieber, wo deren Einstellungen sind. Aber ich glaube, die greifen noch nicht die Deutschen an. Dafür aber Russland gegen die Islamisten. Wir gehen währenddessen, hoffe ich, einfach mal auf Deutschland. Und ich glaube, die Deutschen nehmen gerade Luxemburg City ein, oder? Bin ich ja dumm oder werden die Schlachten gleich angezeigt? Weil hier ist doch auf jeden Fall eine
keine Schlacht. Ich habe hier aber immer nur Demonstrationen. Okay, irgendwas hier im Spiel ist falsch. Weil ich kann jetzt auf gar keine Städte mehr gehen. Oh nein, ich habe das Spiel so kaputt gemacht. Nein. Im Amt haben wir mittlerweile einen Armeegeneral. Ich glaube, das ist die CDU oder die Union. Der sollte aber auch bald fallen. 9 Tage im Amt und 0% Beliebtheit. Wir nähern uns aber irgendwie 1945. Wurde denn schon ein Staat eingenommen bisher? Nach 24 Tagen? Keine Ahnung, warum wir hier eine rote Linie um Deutschland haben. Aber ich glaube, bisher wurde noch niemand eingenommen oder noch kein Teil. Daher da einfach mal warten, denke ich mal. Ich glaube, wir haben ein Standbild. Oder, ich bin einfach rausgetappt. Kann man das nicht irgendwo ausstellen? Denn ich würde gerne raustappen, ohne dass das hier stehen bleibt. Nach einer halben Stunde sind wir endlich im Februar. Und ich weiß noch nicht, ob wir irgendwelche größeren Veränderungen haben. Wir haben aber einen Angriff von einigen Panzern hier in Nordrhein-Westfalen. Wen haben wir hier? Wir haben Norwegen. Noch wen anderes? Einige Flüchtlinge. Reiches Königreich und beide davon. Internationale Koalition Rumänien. 69, nice. Und nein, haben wir die Deutsche hier? Auf jeden Fall wird mittlerweile auch Nürnberg angegriffen. Haben wir irgendeine Stadt nicht unter der Kontrolle der Deutschen? Ich glaube noch nicht. Haben die Deutschen bisher was eingenommen? Nicht mal Amra. Odense hier, nein. Nyköping auch nicht. Aber tatsächlich haben sie jemanden eingenommen. Denn sie haben es irgendwie geschafft, Luxemburg einzunehmen. Ich weiß nicht, ob die viel mehr haben, aber ich höre hier, by the way, auch Geräusche vom Spiel an sich, von den ganzen Fahrzeugen. Ansonsten haben wir aber noch keine anderen Grenzen. Der Konflikt mit den Vereinigten Staaten, wie viele Verluste haben wir da? Da haben wir deutlich mehr auf der... Ich weiß immer noch nicht, wer hier mehr verloren hat. Okay, ich glaube, die Deutschen haben bisher mehr Leute bekommen und die Vereinigten Staaten dafür weniger. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Konnte ich früher auch mal besser erinnern. Das hier passt auf jeden Fall zu unserer Regierung Laos. Und natürlich sind es auch wieder 69 Studenten. Heute ist irgendwie alles nice. Wir haben eine Revolte, glaube ich, in Bielefeld. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das darf noch nicht existieren. Und die Partei hat auch nur Sitze. Also existiert die auch nicht. Da können wir das, glaube ich, einfach mal einfach ignorieren. Ich bekomme hier gerade irgendwas. Ich hoffe, nichts Wichtiges. Ich glaube, das Eis ist gerade alles geschmolzen. Ich dachte gerade, die hätten noch Dänemark eingenommen. Litauen auch gegen die Deutschen. Und wir haben, ich glaube, noch mehr Leute im Konflikt mit drin. Indien habe ich, ja, glaube ich, gerade gesehen. Slowakei, Slowenien. Und ich glaube, das sind auch schon die meisten. Aber Russland und die Vereinigten Staaten beide auf einer Seite. Russland hilft einfach Österreich. Ich wusste gar nicht, dass die ein Abkommen hatten. Lol. Und ich glaube, die haben deren Farbe geändert. Wurden die hier gerade eingenommen? Ich glaube, die wurden gerade von irgendwem eingenommen. Kann das sein? Bitte sagt, die Deutschen wurden noch nicht eingenommen. Ich glaube, die haben aber... Oh nein. Die AfD hat die Kontrolle übernommen. Musste ja passieren. Wenn schon Militär, dann direkt die Rechtsextremen. Weiterhin aber immer noch mehr Geld als wir haben in Laos. Weil wir in Barbados haben wir auch stabile Verhältnisse im Parlament. Wir haben die komplette Kontrolle über alle Sitze. Ist eine Demokratie mit zwei Parteien. Die andere Partei hat nur deutlich verloren. Aber das hier ist auch tatsächlich falsch. Denn eigentlich einer, aber mittlerweile sogar zwei anscheinend, sind aus der Partei ausgetreten. Ach nee, das sind einfach die Senatoren. By the way, sind beide Parteien Sozialdemokraten einfach. Also sehr interessant. Und pro-republikanisch. Die eine ging aus der anderen Partei raus. Ja, der hier wurde hier rausgenommen. Und ich glaube, konnte dann die beiden Senatoren nominieren, damit die Opposition dort hat. By the way, hier eine zweite Niederlage nur in Folge. Das tut auf jeden Fall weh. Er ist einfach in Rot. Und wieder 69%. Das hatte ich total vergessen, dass die genauso viel hatte. Also heute ist alles wirklich ein ziemliches Meme. Warum ging er überhaupt raus? Er wurde einfach direkt Parteiboss. Weil die haben, glaube ich, nur so zwei Leute. Kann ich euch zeigen, weil hier weiterhin wenig Dinge passieren. Kommt schon, Leute, nehmt doch einfach die Deutschen mal ein. Wir haben weiterhin Proteste. Haben wir weiterhin den gleichen Typen im Amt? Ja, der heißt Rudger von Steinzer. Müssen wir uns merken, wenn die vielleicht nochmal einen neuen Kanzler haben in der Zukunft. Die greifen aber auch noch einige Teile an in Dänemark. Darf ich, denke ich mal, wahrscheinlich wieder nicht anschauen. Nein, darf ich nicht. Wobei, ich kann hier reingehen. Oder doch nicht reingehen. Wann bekomme ich denn überhaupt die Option, da hinzugehen? Es ist so seltsam. Oh, ich könnte ja vor die Kamera sehen, was passiert dann, wenn ich das mache. Oh, ich glaube, die Deutschen sind gerade gefallen. Was sind die Deutschen gefallen? Irgendwer ist da in Belgien gefallen. Ich habe so viele Fragen. Kämpfen die Deutschen noch gegen wen? Ich glaube, die kämpfen gegen wen. Was ist da mit Belgien gerade passiert? Kann ich hier bei irgendwie auch nicht mehr im Menü sehen, wie die angreifen? War es nicht auch mal eine Option? Vielleicht haben die Belgier einfach wieder den Kongo eingenommen. Können wir ja mal schauen. Nee, der Kongo ist weiter unabhängig. Die haben, by the way, vor relativ kurzer Zeit, glaube ich, die deutsche Bevölkerung überholt. Okay, ist schon ein bisschen länger her. Der Iran hat mittlerweile auch mehr Leute als die Deutschen. Und Türkei ja auch. Und Tschernobyl ist... Okay, das ist schon älter. Nee, never mind. Tschernobyl ist einfach nochmal hier aufgegangen in der Ukraine. Ich habe ja einfach immerhin auch mal 0 stehen, wenn ich auf irgendwas drauf gehe. Also das Spiel geht immer kaputter. Leute, könnt ihr bitte mal wen einnehmen? Scheinbar noch nicht. Tschechien hat hier, glaube ich, eine Sache an der Grenze eingenommen. Oh nein, ist das ja an der ganzen Deutschland? Also hier haben wir anscheinend Demonstrierende. Aber eigentlich haben wir ja eine Schlacht in der Stadt. Die nicht existierende Demonstration macht auch einfach weiter. Warum auch immer mit einem Krieg, sollten sich die Leute nicht einfach Schutz suchen? By the way, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt vors Fernsehen gegangen bin. Gegen mein Protestieren in meinem Land, aber es ist doch in Deutschland. Ich habe das Spiel so kaputt
kaputt gemacht. Moment, bin ich nicht auch eigentlich auf, ich bin auf Laos immer noch. Was passiert, wenn ich auf Barbados gehe? Kann ich dann da drauf schauen? Oh, ich habe hier gerade ein Standbild, Leute. Sag jetzt nicht, das Spiel crasht einfach, bevor wir ein Ergebnis haben. Leute, wir haben hier immer noch keine Ergebnisse nach 10 Sekunden. Das Spiel crasht jetzt bitte nicht einfach mit in der Aufnahme. Ich nehme ja seit 45 Minuten auf und bin gerade mal im März. Leute, ich glaube, hier werden wir keine Veränderungen mehr bekommen. Das ist jetzt ja mal so ein dummes Ende. Also wir halten fest, wenn die Deutschen einen Nachbarn greifen, nehmen sie Luxemburg ein und dann geht die Welt kaputt, weil irgendwie irgendwelche Gründe. Sagen wir einfach mal, Atombomben wurden geworfen. Die USA und Russland haben einfach beide Atombomben geworfen und die sind dann einfach auf der überall detoniert. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Ganze gefallen. Für mich war die Aufnahme ein bisschen Pain und ich hoffe, da gibt es noch einige Einstellungen, die ich ändern kann, damit es mal schneller läuft. Ich hatte nicht mal ein FM-Safe laufen. Dementsprechend hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Like und abonnieren nicht vergessen. Und hier findet ihr noch mein anderes Video. Da habe ich versucht, die Welt mit Namibia einzunehmen und könnt da sehen, ob ich da gefällt habe oder auch besser war. Und das war's jetzt aber einfach mal für heute. In der Beschreibung findet ihr meinen Discord-Server und könnt ihr wie immer gerne mal drauf joinen. Ich sage für heute aber einfach nur noch, ciao!